Mein Name ist Sascha Koklis, ich bin Betriebsingenieur bei den Berliner Wasserbetrieben, kümmere mich um Störungen im Abwassersystem. Im Detail übernehme ich sozusagen für unsere Betriebsstellen, für unsere Serviceteams, die ausgebildete Schädlingsbekämpfer sind, die Koordination dahingehend, technische Maßnahmen zu bewerten und umzusetzen. Also Giftstoffe dürfen ja immer weniger in die Umwelt gelangen, Tiere dürfen halt nicht ohne weiteres getötet werden und deswegen muss man das halt immer hinterfragen, technische Mittel bewerten und die dann letztendlich auch in die Praxis einzuführen. Eine Ratte ist meistens ja immer schon eine Rattenplage, also man sieht sie und denkt halt gleich, überall kommen die Ratten. Und letztendlich als nächsten natürlichen Rückzugspunkt gibt es halt immer diese schönen Löcher und die sind meistens ja letztendlich von unserer Kanalisation, da stürmen sie halt rein. Und dann sieht es halt so aus, als ob alle Ratten immer in die Kanalisation verschwinden. Und das versuchen wir halt irgendwie entgegenzuwirken oder halt auch Maßnahmen zu generieren, warum das nicht mehr so sein soll oder dass die Ratten generell weg sind. Aber es ist immer ein Zusammenspiel aus verschiedenen Maßnahmen. Das gilt ja generell als Transitweg. Also man will irgendwie von A nach B und da ist das natürlich so ein ruhiger Weg unter der Erde besser. Und wenn es halt zu wenig Nahrungsangebot gibt oder interessanteres Nahrungsangebot woanders, verlassen sie natürlich die Kanalisation. Das kann dann entweder irgendein Park sein, wo viel Nahrungsmittel weggeschmissen werden. Aber man sieht halt sie immer wieder, wie sie sich auch zurückziehen in die Kanalisation. Und die einzig gängige Methode, die auch wissenschaftlich überprüft wurde, ist letztendlich eine Giftbekämpfung, also mit Wirkstoff letztendlich Gifte, so anbringen, dass die Ratte das als Nahrungsquelle erkennt, sie aufnimmt und dann dadurch stirbt. Und dann gibt es halt noch mehrere Möglichkeiten, letztendlich auch Schlagfallen zu installieren. Und das muss man halt bewerten und gucken, ob das dann für die Umwelt besser ist, andere Maßnahmen irgendwie einzuführen. Und dafür bin ich halt auch da, das zu bewerten und umzusetzen. Das ist natürlich ein sehr wichtiges Thema, dass die Giftstoffe grundsätzlich nicht in die Kanalisation gelangen und dadurch in den Wasserkreislauf und dafür müssen halt Vorkehrungen getroffen werden. Man muss natürlich gucken, dass das auch wirtschaftlich umgesetzt werden kann und auch wirksam ist. Und deswegen muss man nachher gucken, was mehr oder weniger besser ist. Ob ich jetzt die Ratte bekämpfe oder ob ich die Umwelt schütze. Das ist ja immer bei Pestiziden und Rodentiziden die Frage, was da irgendwie schlimmer letztendlich ist. Und natürlich darf es halt auch nicht sein, dass die Giftstoffe in die ganzen Flüsse reingespült werden. Mir wurde ein fertiges Produkt präsentiert und ich habe gesagt, ob wir es gebrauchen können oder nicht und habe dann auch mal gesagt, was in der Praxis letztendlich noch mal sinnvoller wäre, wenn man es halt schon herstellt. Jetzt war halt bei der RedCap, war eine simple Idee, einfach mal zu sagen, man nutzt halt Sachen, die da sind und versucht, die Ratte dann auszusperren, was halt eine super Grundidee ist, die man irgendwie umsetzen kann. Wir können ja unser ganzes Kanalsystem auch mit Hilfe von RedCaps so verschließen, dass die Ratte keinen Zulauf mehr hat. Das ist sehr schwer, ist aber theoretisch nicht unmöglich. Und wenn man den Weg geht, muss man halt aber auch sehen, dann ist die Ratte dann aber auch woanders. Dann ist die halt nicht mehr bei uns, aber die ist halt immer noch da und kann sich auch genauso in der Population verbreiten. Und was das dann wieder für Vor- und Nachteile bringt, das muss man halt dann auch im Gesamtheitlichen ein bisschen betrachten. Aber die Ratte soll halt dann nicht mehr rein und raus klettern können. Und deswegen wird einfach dieser Halbring da gesetzt, wo sie sich theoretisch noch am Schmutzfang durchquetschen könnte. Und dann kann sie halt diesen Weg einfach nicht mehr benutzen. Und die könnte man halt theoretisch auch für ganz Skeptiker sagen, naja, dann ist ja immer auf der anderen Seite noch was und die könnte sich ja reinfallen lassen. Und deswegen hatten wir noch mal ein bisschen überlegt. Und wenn man zwei Ringe nimmt, muss das wenigstens komplett abschließen und dann kann ich immer noch auf Nummer sicher gehen.